Heute, Tag 12, Türchen 12, Halbzeit. Das heißt, wir haben heute den 12. Und in 12 Tagen ist Weihnachten. Heute wird es würzig. Manche mögen diesen Geschmack oder den Geruch vor allen Dingen auch gar nicht. Ich mag es sehr gerne. Ich habe es das ganze Jahr über in meinem Frühstück drin. Und zwar rede ich von Zimt. Die Zimtstange. Mmh, fantastisch. Auch nicht so schwer. Ich zeige euch mal wie. Viel Spaß! So, eine. Eine einzige nehmen wir nur. Eine Zimtstange. Ich würde es auch gar nicht komplizierter machen, als es ist. Reicht schon zum Vorzeichnen. So, die grundieren wir ganz hell vor, mit einem ganz hellen Umbra gebrannt. Da nehmen wir heute mal auch Umbra gebrannt. Und ein ganz kleines Ticken Englisch Rot. Ihr werdet bestimmt Ausschlag kriegen, wenn ihr seht, wie ich hier mit meinen Farben umgehe. Aber so gehe ich halt mit meinen Farben um. Macht bitte euren Pinsel immer schön sauber, damit die Farben auch sauber bleiben. So. Oh, eine Sauerei hier heute. So. Ihr müsst ja immer schön trocknen lassen. So, könnt ihr so lassen, müsst ihr aber auch nicht. Jetzt fehlt nur noch das eine und das ist quasi der Eingang von der Zimtstange. Der ist ja so ein bisschen dunkler. Ich habe hier noch Neutraltinte. Und zwar müssen wir hier so ein bisschen... die Dicke der Zimtstange auch noch berücksichtigen. So, fertig. War doch gar nicht so schwer, oder? Ich finde immer, die Farbwahl macht ganz viel aus. Und Zimtstangen, die können so richtig holzbraun sein, aber die können auch so ein bisschen rötlichbraun sein. Es hätte jetzt noch ein bisschen röter sein können, aber damit bin ich völlig zufrieden. Völlig ausreichend. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch mehrere machen. Ne? Muss ja nicht nur eine sein. Das könnte man jetzt aber auch kombinieren. Wartet mal kurz. Na? Jetzt habe ich fast den Schnuppel. Eigentlich wollte ich das hier in der Mitte machen. Naja. So, aber ich habe noch eine andere Idee. Denn man kann das ja auch super kombinieren. So, mit so einer Orangenschale, Scheibe. Ne? Passt doch gut zusammen. Habt ihr ja auch schon gemacht, wenn ihr jedes Türchen aufgemacht habt.
Naja, die Schenkel sind ein bisschen verkehrt rum, von der Optik her, aber es ist nicht so schlimm. Zimtstange. Ja. Und zwar teilt es Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Ich freue mich total auf eure Bilder. Mich erfreut es jedes Mal, wenn ich ein Bild sehe, wo ihr mich als Inspiration hattet. Und das freut mich halt einfach immer wieder zu sehen. Und deswegen sage ich das halt auch immer wieder, weil es mir halt einfach Freude bereitet. Und ja, wenn ihr die nächsten Tage auf jeden Fall noch weiterhin dabei seid, da freue ich mich auf jeden Fall auf euch. Und wir sehen uns dann auch schon morgen wieder. Tschüss!